Sieht ganz danach aus, als ob er kommt. Nichts wie weg. War die Tür nicht... Ich hab doch die Tür aufgemacht, oder? Oh, fuck. Hallo, lass uns gemeinsam fliehen. Da ist der Wallrider, Mann. Ich habe dich gewarnt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Outlast. Folge 12, hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und hier geht es jetzt auch weiter. Letzte Folge ist ja Vater Martin von uns gegangen. Unser Ziel lautet nun, der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Wir haben den Schlüssel für den Aufzug in unserem Inventar. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt tatsächlich den Ausgang erreichen. Weiter natürlich viel Spaß bei diesem Let's Play. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und abonniert meinen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Aber jetzt geht's los in den Aufzug. Wir betätigen ihn. Und er geht. So, da sind wir auch schon. Wenn er jetzt die... Ach nö. Ach komm. Wo geht denn das jetzt hin? Ich habe gerade nicht so eine tolle Stimme. Finde einen anderen Weg nach draußen, ja. Toll. Toll. Hey, halt, hä? Ach komm, halt. Please, also, das Gruselspiel geht weiter. Aber wisst ihr was? In dieser Folge endet das Gruselspiel jetzt hier für mich. Ich habe mich gerade entschieden, dass das hier die letzte Folge ist. Egal, wie lange sie jetzt dauert. Das ist die letzte Outlast-Folge. Oh. Ah, den Raum kenne ich. Den haben wir ja so ziemlich am Anfang gesehen. Okay, da haben wir schon mal gleich eine neue Notiz. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das poppen nur Verrückte. Toll. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkos Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Das hört sich so an, als ob der Typ hier nicht mehr so wirklich daran glaubt, hier noch lebend rauszukommen. Obwohl ich das eigentlich möchte und auch noch eine Akte. Wunderbar. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein und der moderne Prometheus. 1818 anonym veröffentlicht. Das ist ja ziemlich alt, die Akte, oder nicht? 1818? Sieht auch sehr köstlich aus. Sehr köstlich. Ich denke mal, hier war der Wallrider am Werk. Wahnsinn, ja. Das ist immer wieder gut. Man freut sich so schön auf eine Aufnahme. Man ist eigentlich... Naja. Aber was soll's. Wir sind im Block A. Alles klar. Morphogenetik. Okay, die Tür ist geschlossen. Hallo? Es ist ja jemand da. Nur... Tote. Nicht viel raus. Also. Was haben wir hier? Eine Akte. Ah.
Anmerkung: Meine 14. Autopsie eines Wallrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde, Zweifel an meinem Urteilsvermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfacheren mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaprotein basiert. Projekt Wallrider auf jeden Fall. Jennifer Rowland ist der Autor. Oh Leute, das hört sich sicherlich gerade sehr, sehr kacke an. Mit meiner Stimme, die ist ein bisschen tief jetzt. Kann ich jetzt leider auch nicht ändern. Ist ein bisschen blöd. Oh, es geht aber noch weiter. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patienten 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausgereicht hätten, gewesen hätten, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemische Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr... als ob da gerade Köpfe in diesem Reagenzglas drin waren. In diesen Gläsern da. Okay, ich hasse geschlossene Türen, ne? Man weiß halt nicht, was dahinter ist. Gang, okay. Please, da ist schon wieder der Ausgang und da komme ich wahnsinnigerweise natürlich wieder nicht hin. Ja, typisch. Weißt du, so hätten wir jetzt wieder ganz schön. Na gut, wir haben erst 7 Minuten, aber noch nicht mal. Ich weiß ja nicht, wie lang es noch geht. Aber ich schätze mal, wir werden es in 20 Minuten nicht schaffen. Oh, shit. Dieser Soundtrack, der macht einen... Allein der macht einen schon fertig. So, jetzt müssen wir jetzt mal schauen, wo es hier hingeht. Hier ist nichts. Nur Gefrierschränke, wo die wahrscheinlich Menschen reingesteckt haben oder so. Kein Plan. Ja. Oh, shit. Oh, Mr. Wallrider, nicht zu weg. Und der gute Soundtrack geht wieder los. Sehr schön. Na und nichts weg hier. Oh je. So. Sieht ganz danach aus, als ob er kommt. Nichts wie weg. War die Tür nicht... Ich hab doch die Tür aufgemacht, oder? Oh, fuck. Hallo, lass uns gemeinsam fliehen. Da ist der Wallrider, Mann. Ich habe dich gewarnt. Ach so, ich sehe den mit meinem Infrarot. Errungenschaft gebildet und natürlich wieder eine neue Notiz. Tote Soldaten. So stirbst du also von innen heraus in Stücke gerissen, dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Chris Walker war also der Fette. Ja, super. Der hat uns da das ganze Let's Play genervt. Jetzt ist er endlich weg. Dafür haben wir jetzt den Wallrider. Ah, die Tür war vorher noch nicht offen. Aha.
Na, bravo, ich wollte hier eigentlich raus und jetzt sagt der Typ, es gibt kein Entkommen. Aber du musst diesen Typen umbringen, oder was? So, du hast natürlich die ganzen Türen für mich aufgemacht. Ist auch toll. Hier so ein Raum zum Durchrennen. Ich lasse mal nur eine Tür offen. Nischt, super. Aber der Wallrider hat sich immer wieder mächtig schön ausgetobt. Aber was soll's. Die machen wir lieber nicht auf die Tür. So. Hallo? Geht's auch nicht weiter dabei? Hä? Jetzt? Da hinten. Oh, oh. Oh, shit. Schon wieder der Wallrider. Ja, lass mich. Wo muss ich jetzt hin? Au. Hä? Wo denn? Hä? Ist doch hier hin, oder nicht? Au. Tu mir nichts. Shit, ich komm nicht. Nein, er hat mich. Lass mich. Mist. Shit. Mann. Okay, nochmal neu. Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Glaube ich zumindest. Ach ja, er kommt einfach von links. Ich mache mich mal einfach hier hin auf dem Weg. Ich habe aber den Eindruck, er ist einfach mal direkt hinter mir. Sehr schön. So läuft das. Ne, keine Spuren. Und dann ist ja alles gut. Batterien. Zwei Stück gleich. Okay, brauchen wir wahrscheinlich. Ja, um den Wallrider identifizieren zu können. Alter, wie groß dieser eine ist. Das ist ja wie ein Labyrinth. Okay, da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Nee. Ach, noch eine Akte. Super, natürlich. Hinweis an alle persönlichen vom fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernicke. Verwahren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Naja. Stimmt schon. Oh. Ja, ich glaube, wir sind da. Der Assembler, die Zulaufkammer, die Vorläufermoleküle, vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn. Setze damit allem ein Ende. So. Netter Server da links. Alter, der war ja richtig groß. Darum geht es jetzt aber nicht. Wir müssen... Liegt hier noch eine Akte? Nee, gut. Wir müssen jetzt erstmal... Das Ventil für den Nährflüssigkeitsbehälter
abdrehen. Da links haben wir ihn gerade gesehen. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1, der angereicherte, oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter, der muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung durch Anästhetika enthält auch und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2, die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unteren Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3, im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Da wollen wir hin. Wir müssen jetzt also erstmal... Ach, da ist er, ja. Super. Ah, der sieht... Nicht so nett aus, ja. Warum funktioniert die Maschine überhaupt noch eigentlich? Okay, da ist jemand. Der will wohl irgendwie... unbedingt Billy zugucken. So, da ist eine Tür. Da geht's lang. Super. Ja, mittlerweile über 2 Stunden Videomaterial. Damit meine ich nicht Aufnahmematerial, da war mehr, aber Videomaterial im Spiel, ne? Oben links können das sehen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist die Lunge von Billy Hope, seine Leber, sein Lebenserhaltungssystem, eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu halten. Verdammt, alles muss zerstört werden, er muss sterben. Bin ich derselben Meinung, wenn man, naja, leider mit einbezieht, dass meine Stimme gerade den Bach runtergeht und ich natürlich noch lauter Akten und Notizen vorlesen muss. Mann. Es bringt nichts. So. Okay. Aber ich muss das jetzt noch machen hier, dann sind wir nämlich endlich durch. So. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein als seine Natur, es ihm erlaubt. Mal wieder aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke, Frankenstein oder der moderne Prometheus. So. Wir gehen einfach mal jetzt weiter. Hier... sieht's doch gut aus. So. Do not turn the valve. Die Zufuhr der Nährflüssigkeit. Klingt gut. Machen wir mal direkt. Soll ja zu großen Schmerzen führen, haben wir gerade gelesen. Oh ja. Oh ja. Neues Ziel, unterbreche die Stromversorgung des Generators des unterirdischen Labors. Oh, shit. Ich glaube, er ist sauer. Der Wallrider. Nichts wie weg. Lass mich raus. Nichts wie raus. Lass mich in Ruhe, Wallrider. Lass mich einfach in Ruhe. So. Wo geht's jetzt lang? Da ist noch eine Treppe, alles klar, nehmen wir. Nichts. So. Dann machen wir mal die Türen zu. Wo geht es weiter? Hier. Alles klar, was haben wir hier noch? Sag mal, wie riesig ist bitte nur dieses unterirdische Labor, Alter? Please, noch mehr Treppen. Was man auch für einen Weg zurücklegen muss, nur von... Alter, wie groß ist dieses... Das ist ja viel größer als ein Fußballstadion, diese ganzen Leitungen und so. Allein diese riesige Kugel da. Krass. Wer weiß, was in dieser Kugel drin ist, Alter. Alter, wie weit geht es nach oben? Ach du Schande, jetzt wird es ja auch noch dunkel, oder was? Oh, ja, klar. Okay... Haben wir. Ah, oh, shit, Mann.
Steh doch nicht einfach so, Mann. Als ob der Wallrider da einfach steht. Ist das deren Ernst? Ich hasse sowas. Schnell hier rein. So. Kommt einfach mal nicht durch. So. Man muss durch so eine Kammer nur um hier nochmal. Wir sind jetzt im Block E. Da steht noch so ein riesiger Server. Alter. Noch eine Akte. Wunderbar, wir sind schon über den 20 Minuten. Am Ball finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Mirko-Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Ah, das ist die Akte von Billy. William Hope. Warum wird William zu Billy? Ah, jetzt haben wir hier aber den Generator. So. Deaktiviere. So, jetzt ist das Notfallsystem angesprungen. Jetzt müssen wir das nur noch ausschalten und das war's für ihn. Das war's einfach für ihn. Dann ist er tot. So. Es hört sich wieder nach Wallrider an. Ach, und da ist er schon. Na super. Au. Mann, wenn er so weitermacht, wird er uns noch umbringen, bevor wir es tun. Also schnell ans Notfallsystem. Schneller. Wo ist das Notfallsystem? Wo ist Billy? Da muss es doch sein dann. Hier, oder? Da ist es. So, tschüss. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Oh, shit, was ist jetzt los? Jetzt ist er richtig sauer, der Wallrider. Komm, halt durch. Wir haben es gleich geschafft. Der Warrior ist gerade in uns verschwunden. Der will jetzt überleben, dank uns, oder was? Ja, Billy sieht nicht mehr so... Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Ja. Versuche zu entkommen. Ja, gut. Scheint so, als hätten wir alles erledigt. Nur noch raus hier. Okay, ich denke mal, das... Oh. Okay, ihm geht's nicht. Nicht gut. Der Wallrider hat uns gerade mächtig zugerichtet, ey. Und wir haben auch noch zwei Finger verloren. Komm. Bitte. Halt durch. Wir haben so viel jetzt durchgemacht. Wir haben so viel durchgemacht. Wir sind bei 25 Minuten. Wir sind eigentlich sogar noch relativ gut. Ich denke mal noch... Ja, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Vielleicht müssen wir jetzt den ganzen Weg bis zum Aufzug oder so. Komm. Wir haben so viel durchgemacht. Du verdienst es jetzt, hier rauszukommen. Jawohl, Ryder. Ist in uns, leider. Komm. Du schaffst es. Du schaffst es. Ich...
Nicht. Was macht ihr denn da? Nicht! Gott. Ist das euer Ernst? You have become the host. Ah. Meine lieben Zuschauer, das war Let's Play Outlast. Wir haben es geschafft, wir sind am Ziel, aber please, warum mussten wir gerade am Ende einfach erschossen werden? Es gab so viele Arten, grauenvoll zu sterben in dieser Nervenheilanstalt. Und am Ende werden wir einfach eiskalt erschossen. Aber ja, offensichtlich ist es so gewollt, dass man nicht entkommen kann aus der Nervenheilanstalt Mount Massive. So, wir sind durch. Es freut mich, wir haben es geschafft nach 12 Folgen. Die 12. ist jetzt ein bisschen länger geworden. Wir sind jetzt bei knapp 27 Minuten. Ja, so. Ich hoffe, es hat natürlich Spaß gemacht. Das war es aber noch nicht mit Outlast. Wie ihr vielleicht da sehen könnt, es gibt noch das Whistleblower DLC. Das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und wir werden das spielen. Und Outlast 2 ist ja auch da. Das Spiel wird bald erscheinen. Dauert nicht mehr lange. Noch ist kein Release-Termin bekannt. Aber das wird kommen. Also freut euch in den nächsten Tagen auf Whistleblower und dann irgendwann auf Outlast 2. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.